Shirin David. Mit nur 26 Jahren hat sie 4 Nummer 1 Hits und ist eines der gefragtesten Rapperinnen und YouTuberinnen in der deutschen Szene. Wie viele Firmen und auch Rapper gerne mit ihr Songs machen wollen, können wir nicht auf den Händen zählen. Aber heute, meine lieben Freunde, kommt die andere Seite von Shirin David. Viel Spaß mit dem Video und ab mit dem Intro. You're never gonna make it, you're not good enough. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Bruder, geht's dir gut? Bruder? Ja, zwei Eisen mit Kamin. Freunde, ihr müsst eines mit einbedenken: Wenn der Kamin läuft, also in dem Falle der Fernseher, dann muss es ein gigantisches Video werden. By the way, abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Ich würde mich so freuen, glaubt mir. Keine Frage, Shirin David ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen in der deutschen Szene. Ihr Name ist bekannt überall, wo man es auch sagt. Ob es auf TikTok, YouTube, Instagram, egal wo ist. Sie hat überall über Millionen von Fans generiert und ist auch mit dem, was sie macht, sehr erfolgreich. Jeder Song, der von ihr veröffentlicht wurde, wurde gehypt und sehr viele Jugendliche, speziell die jüngeren Mädchen, konnten diese Songs auswendig. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich kenne ein paar Freunde von mir, die kennen ihre Songs auswendig. Bruder, was habe ich für Freunde, Mann? Man muss aber auch dazu sagen, dass sich Shirin David komplett verändert hat. Ihr erster Song war auf YouTube und hat sich genannt Du liebst mich nicht. Den Song kannte auch ich fast auswendig und der war extrem gut. Sie hat aber dann nur die Hook gesungen, aber trotz allem, wie sie sich dort repräsentiert hat etc., war nicht zu vergleichen wie jetzt. Jetzt mittlerweile zeigt sich Shirin David ganz anders. Sie steht für Feminismus, für Selbstbewusstsein und für Stärke da. Leider Gottes vergisst sie aber immer wieder einen Punkt. Sie will immer wieder dieses Selbstbewusstsein und dieses Feminismus gerne zeigen, dass sie beweisen kann, wir Frauen, wir können ohne euch Männer, wir sind stark genug, Gleichberechtigung und so weiter, aber es werden sehr viele Faktoren in den Schatten gedrängt. Shirin David weiß ganz genau, dass sie ein Vorbild für viele jüngere Zuschauerinnen sind. Sie weiß auch ganz genau, dass sie sehr viele jüngere Mädchen hat, die sie verfolgen. Leider repräsentiert sie sich immer wieder in ihren Musikvideos leicht bekleidet und immer wieder mit Designklamotten. Und ihr müsst euch vorstellen, und das habe ich so oft bei OMI-TV gesehen, diese kleinen Mädchen wollen genauso werden wie Shirin David. Sie kleiden sich genauso wie sie. Dort habe ich auch ein YouTube-Video hochgeladen, Freunde. Ein Mädchen, das sich genau auf OMI-TV so verkleidet hat und gesagt hat, ich will wie Shirin David werden. Und Designerklamotten. Immer wieder werden Designertaschen und so weiter gekauft, damit man so gut es geht wie Shirin David dasteht. Shirin David möchte auch dieses ganze Amerikanische in das Deutsche bringen, so wie Nicki Minaj etc. Weiters hat auch Shirin David mit einem Skandal gesorgt namens Black Fishing. Dort ist es so, damit man in der Rap-Szene mehr akzeptiert wird und mehr als Gangster gesehen wird, sprayt man sich ein und zeigt man sich so als afrikanisch. Das nennt sich Blackfishing und kann sehr oft als rassistisch angesehen werden. Dort sieht man immer wieder, dass Shirin David sich extrem bräunt und speziell in ihren Rap-Songs sieht man sehr oft, dass sie nicht diese hellere ist, sondern eher die dunklere von allen. Ich finde es auch ehrlich gesagt immer wieder traurig, wenn ich sehe, dass auf TikTok ihre Songs abgespielt werden und immer wieder Minderjährige zu sehen sind, hier in dem Fall aber nicht, da ich ehrlich gesagt auf YouTube keine Probleme bekommen möchte, die ihr nachmachen und gewissermaßen ihren Körper zeigen, gewisse Körperteile zeigen und das alles, weil sie gerne wie sie sein wollen. Shirin David hat mit YouTube-Videos angefangen und war auch erfolgreich mit ihm. Warum sie aber leider Gottes immer wieder sich so repräsentieren möchte, kann man nicht ganz genau sagen. Man muss aber dazu sagen, jeder kann machen und tun, was er will. Aber ich finde es, wie gesagt, schade, dass eine Person, die eine so krasse Vorbildsfunktion ist, sich so extrem im Internet zeigen muss. Es wird immer wieder Marken gezeigt. Versace, Fendi, Gucci, Louis Vuitton und immer wieder leicht gekleidet. Auch ein Song von ihr, 90, 60, 90, ich glaube, die Size war jetzt richtig, wo immer wieder so ein Druck gesetzt wird, ey Mädchen, ihr müsst genauso sein. Irgendwie so ein Marketingdruck, Digga, keine Ahnung, Mann, was extrem kacke ist, Freunde. Ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr traurig, speziell diese kleinen Mädchen, die das nicht checken und so unbedingt sein wollen wie Shirin David. Ich würde das krass finden, wenn Shirin David natürlich rappt, alles drum und dran, aber gleichzeitig wie Loredana ist, sich so verkleidet wie Loredana. Weil ich glaube nicht, dass Loredana sich so extremst mit dem Körper zeigt wie Shirin David. Und ich weiß ganz genau, mit dieser Aussage habe ich jetzt für Shitstorm gesorgt, weil viele jetzt die Shirin David lieben, Loredana hassen und ich somit... Ihr versteht schon, was ich meine. Aber ich will nur auf einen Punkt aus. Das ist nicht richtig, Freunde. Diese ganze Szene ist verrückt. Blackfishing, Körper zeigen, Marken zeigen. Das ist alles die jetzige Generation. Ich zum Beispiel mit 24 Jahren, ich kannte YouTube und den Rap nicht so wie jetzt. Und ich will nicht, dass Amerika nach Deutschland oder Österreich kommt, nur weil die dort cool sind. Das ist schade, Mann. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Bildet euch eure eigene Meinung. Mich würde es extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mich weiterhin supportet, Freunde. Wir werden weiterhin natürlich mit diesem Format durchstarten. Und das war es eigentlich von mir. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und peace out.